Verdammt, zur Seite springen war rechte Maustaste und einfach die... Das ist doch jetzt mal... Und was kannst du mir erzählen? Etwas, das euch gefällt, mein Herr? Ausverkauf bei Cadmus dem Händler. Offenbar musste er die Stadt etwas überstürzt verlassen. Er hat alles zurückgelassen. Bessere Preise bekommt ihr nirgends. Na, was sagt ihr? Ah ja. So. Und wir zwei unterhalten uns auch mal eine Runde. Eins, zwei, drei. Und Gott. So. Wie hast du das mitgekriegt? Halt, Moment! Ah, jetzt hab ich's raus hier. Jemand, der mich verfolgt, der braucht einfach nur der Spur der Leichen hinterhergehen. Hä? Ich dachte, du wärst tot. Das ist aber... So. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja, hier sind wir hergekommen. Wo ist der zweite Schalter? Achso, ja genau, dort kommen wir ja nirgendwo weiter. Dort ist alles zu. Also machen wir hier mal die Tür auf. Und schauen wir mal, wo es hier weiter... Da ist so ein Glyphenbauer. Bleib... Warum machen die das andauernd? Kann ich hier was lesen? Huch! Ja, wir wollten ja eh nicht mehr raus. Auch jetzt nicht unbedingt das schwerste Rätsel der Welt. Gibt's hier noch Feinde? Hallo. Halt, Moment, muss ich hier überhaupt irgendwas machen? So viel zum Thema Rätsel. Der geht da bestimmt einfach durch, oder? Zack, zack. Ja, oder auch nicht. Komm her. Und rein damit. Was haben wir denn hier noch? Eine Keule, die niemand braucht. Und das Ding da oben brauchen wir auch erstmal. Nee. Und jetzt können wir hier nochmal. Danger Magif. Wer ist Magif? Ja, ich habe jetzt ein neues YouTube-Kanal-Design. Solange geht es mit meinem Kanal voran. Also, dass das alles so ein bisschen, ich sag mal, besser aussieht oder überhaupt noch was aussieht. YouTube hat mich allerdings da bösartigst geärgert. Ah, hier haben wir den nächsten Speicherpunkt. Und zwar in der Hinsicht, dass ich mit GIMP mir eine Vorlage... Also, GIMP, ich benutze GIMP und hab halt... Ohne Kennwort kommst du hier nicht rein. Wuppe! Okay, falsch. Hier ist Neuenglands. Was ist das? Ältestes Muschelsüppchen? Oh, nee. Warm oder kalt? Ja, hier, Ace Ventura. Keine Ahnung. Ohne Passwort komme ich hier nicht. Tut mir das Wasser eigentlich weh, oder? Nee.
Und jetzt müssen wir aufsteigen. Ja, wie gesagt, Kanaldesign. Ich hatte eine Vorlage und hatte dann das Problem, dass als ich die bei YouTube raufgestellt habe, dass aufgrund der Werbung, die auf der Kanalseite ist, war das Design zu hoch. Und das hat es dann dummerweise so komplett verschoben. Und ich habe das natürlich erst gemerkt, als ich komplett fertig war und da aufgrund meiner mangelnden Erfahrung ich ein paar Stunden gebraucht habe dafür oder etwas länger, konnte ich dann nochmal von vorne anfangen. Und irgendwie habe ich dafür noch keine Lösung gefunden. Ich habe dann mit Fireshot ein Bild gemacht, wo quasi der freie Platz für die Werbung dort mit drin ist auf der Kanalseite. Und habe dann allerdings das Problem irgendwie gehabt, dass trotz dieser freie Platz da war, dass dann, als ich es auf YouTube hochgeladen habe, genau der gegenteilige Effekt habe ich damit erzielt, dass nämlich das wie ein Platzhalter noch ein Stück weiter nach unten geschoben wurde und das dann einfach zu tief war, diese ganzen, diese Wabba oder wie YouTube das nennt. Also quasi der Effekt, den ich vorher bei der Vorlage hatte, hatte ich dann mit dem Fireshot, mit dem Bild, den ich dort dann aber wiederum nie gebraucht hätte. Und da habe ich bis jetzt noch nie so wirklich eine Lösung für gefunden. Warum dies so ist. Ah, hier kann ich abkürzen. Das ist irgendwie... Bei dem einen Bild mit der Vorlage wird es nach unten geschoben. Und wenn ich dann was habe, wo quasi der Platz für die Werbung drin ist, dann schiebt das irgendwie nach unten. Das ist ein wenig frustrierend. Das weißt du nicht? Er ist doch jetzt bei der Wache. Mit seinem Räumer? Kann er überhaupt ein Schwert heben? Das war ihnen egal. Jetzt bewacht er eine Handelskarawane. Die haben ihm einen Wochensold im Voraus gegeben. Der hat auch zu große Augen. Er kämpft gegen die Banditen? Ha, das überlebt er nie. Nein. Aber Marjorie kann jetzt zu ihrer Schwester fahren. Mehr konnte er nicht für sie tun. Ja, schönes Blabla hier nebenbei. Das klingt nach Apotheke. Und ein Mecker-Briefkasten. Ja, falls da jemand von euch vielleicht Ahnung hat, woran das liegt oder was ich da falsch mache. Irgendwie war da der Wurm drin in der ganzen Geschichte. Das sieht aus... halt doch, ich komme rein. So. Das sah doch aus wie eine Schmiede. Schmiede er mir... Ne, verdammt. Komm ich jetzt. Irgendwie sinnfrei, oder? Was soll ich denn jetzt hier drin? Offensichtlich erstmal nichts. Ja, das war wie gesagt ein bisschen frustrierend, weil ich dummerweise auch das erst zu spät. Guten Abend, mein Freund. Kann ich euch helfen, Herr? Sie? Uma schickt mich. Wir beide müssen uns unterhalten. Ah, ihr seid einer von ihnen, nicht wahr? Was meinst du damit? Ach, egal. Ihr sucht also das Heiligtum? Richtig. Es ist unter dem Blue Lady Shop im Osten dieses Viertels. Heute Nacht wimmelt es hier von Wachen. Es wird nicht einfach sein, hinzukommen. Die Dächer, dunkle Gassen und die Kanäle sind die Freunde all derer, die unentdeckt bleiben wollen. Allerdings sind ihre Bewohner nicht unbedingt eure Freunde. Zuerst müsst ihr an dem Wachposten unten am Tor vorbei. Das Kennwort ist Mitternacht. Dann lässt er euch durch. Meinen Dank. Was meinte der denn damit? Ihr seid einer von ihnen. Ich meine, 5 cm lange Klauen, spitze Zähne, eine komplett weiße Farbe, weiße Hautfarbe, spitze Ohren und ein bisschen Gesichtsverformung. Ich bin ein ganz normaler Mensch und du kommst... Ist auch richtig viel größer, ist die auch gerade nie geworden, oder? So. Hab ich das Schwert schon getauscht gehabt? Nö, oder? Aber
Apotheke kommen wir ja nie rein. Über die Mauer kommen wir auch erstmal in die Trübe. Ja, da kommen wir nirgendwo hin. Dort waren wir schon drin und ach, scheiß drauf. Ist der umgefallen? Verdammt, komm her. So. Also ich mache das jetzt hier nie aus Spaß an der Freude, aber ich meine, man muss ja auch zusehen, wie man hier Erfahrung bekommt. So. So, das Passwort war Mitternacht. Das habe ich mir gemerkt. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wo müssen wir? Hopp und hopp. Ach nee, da runter müssen wir. Da ging es lang. Oder? Ja, doch. Hier lang, dort lag. Ah ja, genau. Abkürzung hier links. Kennwort. Mitternacht. Moment. Bitte, tut mir nicht weh. Wer redet denn hier von wehtun? Ach ja. Ruf die Wachen. 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 Ach verdammt, ich kann nur 3 Aktionen ausführen. Ach. So. Mitternacht. Wir befinden uns jetzt. Ach, schau an. Ja, mit dem Schwert. Ich biete die Erlösung an. Und zwar von deinem Leiden, indem ich. So. Wir befinden uns jetzt übrigens gerade in Unterstadt. So der Teil hier. Ja. Ich bin auch auf der Suche nach Sylvanas. Ja, lustig, ich weiß, das ist total. Na, der hat da noch einen Tropfen. Das meiste habe ich aber irgendwie verschüttet. Ja. Kann ich diese Kiste bewegen? Nö. Schon wieder der nächste Speicherpunkt. Ja, hier am Anfang, also das Spiel. Ist jetzt hier am Anfang nie von mega schweren Passagen und Gegnern durchzogen, aber meines Wissens wird das noch. Später ist vor allen Dingen das Problem, wenn man irgendwo mal nicht weiterkommt, dieser ständige Blutverlust, der mit der Zeit passiert. Ich weiß gar nicht, ob man daran direkt sterben kann, aber das ist auf jeden Fall später. Meine ich mich zu erinnern, war das noch ein Problem, weil man dann wirklich echt da so das ein oder andere Problem hat, dass man, wenn man dann weiterkommt, einen starken Gegner findet, der dann auch einfach mal, ja, der Kampf dann relativ, ja, gefährlich deswegen ist. So. Hopp. Ja, da guckst du blöd, wa? So. Mann. Ich muss immer so genau hinter denen stehen, das ist ein bisschen nervig. Ja, auf jeden Fall die größeren Gegner, die auch schwerer zu besiegen sind.